Mittlerweile ist der 19-jährigen Patientin schon fast nichts mehr anzumerken. Seit ihrer Geburt litt die junge Kroatin an Krebs. Und zwar mitten im Gesicht. Die Ärzte in ihrer Heimat konnten den Tumor zwar erfolgreich entfernen, trotzdem war ihr Gesicht nach den Operationen komplett entstellt. Hilfe bekam sie dann bei Frank Hölzle an der Uniklinik RWTH Aachen. Na, die Patientin, die hat als Kind, also mit 2 Monaten, ein sogenanntes Rhabdomyosarkom entwickelt. Das ist eine bösartige Erkrankung, also Krebs, das von der quergestreiften Muskulatur ausgeht, hier im Gesicht. Das hat praktisch die ganze rechte Gesichtswange befallen und es musste operiert werden. Es ist eigentlich auch viel entfernt worden. Das heißt, der ganze Jochbeinkomplex, der Jochbogen, der Gesichtsnerv ist entfernt worden. Aber sie hat es geschafft, über 17 Jahre zu überleben und war tumorfrei in der Nachsorge, sodass im Grunde jetzt die Rekonstruktion für sie noch anstand. Und auf diesem Gebiet sind Frank Hölzle und sein Team Experten. Unter größtem technischen Aufwand gelang es ihnen innerhalb von nur 4 Wochen, die gesunde Gesichtshälfte zu spiegeln und digital nachzubauen. In einem ersten Eingriff wurde ein solcher Expander unter die Gesichtshaut gepflanzt. Dieser lässt sich von außen mit Kochsalzlösung befüllen, bläht sich auf und dehnt somit die Haut. Die Grundlage für die knöcherne Rekonstruktion war geschaffen. 2 Wochen lang dauerte die Einheilung. Die Patientin blieb die ganze Zeit über in Aachen. Ein Auslandsaufenthalt, der nicht immer ganz reibungslos verlief. I couldn't eat anything but soups in that time, so I asked my mom to find some soup here, and she was going around in the restaurants finding it, and in one restaurant here in the near, she tried to explain that she needs soup, but the man who worked there, he couldn't understand her, so she was trying a long time to explain him, and after maybe 15 minutes he just turned around and called his boss on our language, so we met those people. They are from our country, and they helped us a lot. So jetzt, nach der gelungenen Behandlung, kann sie auch wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Trotzdem geht sie noch regelmäßig zum Essen in dieses kroatische Restaurant. Per Computer schafften es die Ärzte um Frank Hölzle schließlich, ein perfekt symmetrisches Gesicht zu entwerfen. Jetzt mussten sie nur noch das richtige Material finden, um die verlorenen Knochen zu rekonstruieren. Das Besondere war, dass wir im Grunde jetzt nicht einfach das auffüllen konnten durch irgendwelche, ich sag mal, synthetische Materialien, also alloplastische Materialien, wie zum Beispiel Kunststoff oder Fett, sondern wir wollten es eigentlich oder sollten das auch, das war eigentlich auch der Wunsch der Patienten und auch des Chirurgen da vor Ort, dass wir gleiches Gewebe mit gleichem Gewebe ersetzen. Das heißt, die Idee war, durch mikrochirurgischen Knochentransfer den verloren gegangenen Knochen wieder zu ersetzen, damit das Gesicht wieder seine ursprüngliche Form bekommt. Dieses Knochengewebe fanden sie schließlich durch Computersimulationen im Hüftbereich der Patientin. Hier konnten sie es entnehmen und ihr direkt im Gesicht wieder einpflanzen. Ein aufwendiger und sehr teurer Eingriff, den die Kroatin nur teilweise bezahlen konnte. Es waren die Reisekosten noch offen, es war die Übernachtung hier offen und es war noch die zweite Operation, das heißt die Entfernung der Osteosyntheseplatten offen. Wir veranstalten 2-mal im Jahr ein Symposium und es war unsere Idee, dass wir einfach sagen, wir geben den Dozenten kein Honorar oder wir verdienen selber einfach nichts damit, sondern wir erheben eine Eintrittsgebühr, 20, 25 Euro und die geben wir zu 100% in solche karitativen Zwecke oder Verwendungen. Und so haben wir es hier auch gemacht. Und so kamen im Grunde durch die letzten 2 Symposien über 10.000 Euro zustande. Und die konnten wir dafür einsetzen, sodass wir der Patientin jetzt keine Rechnung stellen mussten, sondern konnten sie im Grunde komplett finanzieren, weil sie hätte sich die Operation ganz sicher nie leisten können. So gelang es den Medizinern mit Unterstützung der Aachener Ärzte und Zahnärzteschaft, die junge Kroatin im benachbarten Patientengästehaus unterzubringen. Jetzt, 4 Wochen später, ist sie komplett geheilt. Heute kann sie ihr Glück selbst kaum fassen. Actually, I can't find words to thank them enough. And
I'm really grateful for their for the they gave me opportunity for new life, I think so, and I want to thank them for their goodness, and they were really careful with me, and I don't know what to say. I'm really grateful. Noch ist das Gesicht der 19-Jährigen von den schweren Eingriffen angeschwollen. Bald wird aber auch diese Schwellung abklingen. Dann zeugen nur noch kleine Narben von dem einstmals noch komplett entstellten Gesicht.